Ja, das Rezept für ein gutes Gedicht, das braucht auf jeden Fall Kaffee. Kaffee ist die Hauptzutat. Und als nächstes würde ich sagen, braucht es viel Bewegung. Sitzen ist ungünstig zum Schreiben, dann bewegt sich der Kopf auch nicht. Also herumlaufen. Und dann, ja, passieren Dinge im Kopf, die sehr viel Offenheit mitbringen und plastisch sind. Das würde ich sagen, sind die zwei Hauptzutaten und der Rest entwickelt sich von Mal zu Mal. Ein Buch, was ich sehr, sehr liebe, ist Das Alphabet von Inga Christensen. Und ein Buch, was ich richtig an die Wand geschmissen habe, als ich es gelesen habe, das war Überwachen und Strafen von Michel Foucault. Das war ganz entsetzlich. Ich lese ein Gedicht aus meinem Band, ich kann diese Stelle nicht wiederfinden. Ich habe mir ihren Körper dann einfach umgebunden, wie eine Schürze. Distanz gewinnen, eine Bewegung, die nur in der Zeit existiert, nicht im Raum. Wie Sinne Verhalten steuern. Ihrer Stimme habe ich immer vertraut, nicht den Augen. Ich kann nicht aufhören, das zu wiederholen. Einträge von Ausrichtung, diese Bewegung, die meinen Körper konstituiert. Ihre stille, dressierte Präsenz. Ich will diese Schürze nie wieder ausziehen.